Atemberaubende Leistungen, emotionale Momente. Fotos mit besonderem Charisma zeigt die Doppelausstellung, die die Unfallkasse Rheinland-Pfalz und der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Rheinland-Pfalz in der Landesvertretung in Berlin präsentieren. Aufnahmen von Menschen, die nach einem schweren Arbeits- oder Schulunfall wieder zurück ins normale Leben gefunden haben, stehen im Mittelpunkt der Ausstellungen Zurück im Leben und Sport ohne Limit. Die Bilder zeigen Frauen und Männer, die sich nach einem schweren Unfall wieder zurück ins Leben gekämpft haben. Der Unfallkasse Rheinland-Pfalz werden jährlich rund 90.000 Unfälle gemeldet, darunter 2.000 schwere und Schwerstunfälle. Und wir sind seit Jahren auf der Suche nach einem probaten Mittel, wie können wir Menschen, die einen Schwerstunfall erlitten haben und die eine psychische Belastung dadurch erlitten haben, durch ein gutes Beispiel oder durch viele gute Beispiele wieder zurück ins Leben bringen. Robin Knopf ist einer von ihnen. Nach einem Schulsportunfall ist dieser querschnittsgelähmt. Er erzählt von seinem Weg zurück ins Leben mit der Unterstützung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Was sind meine eigenen Vorstellungen? Ich wurde sehr kooperativ und einfühlsam damals von den Mitarbeitern der Unfallkasse vorgenommen. Und so hat man neben der Verarbeitung des Unfalls dann auch immer wieder stückchenweise dann auch seine Zukunft geplant. Die Ausstellung wird ab dem 20. Juni auch in der Kreissparkasse in Ahrweiler zu sehen sein.